In Bayern sagt man, boah, das ist schon ein Hund und meint damit eine sehr ausgepuffte, raffinierte Person. Und genau das ist Mario Draghi, der heute nochmal seinen letzten Bluff angebracht hat. Und alle haben gesagt, die große Bazooka, die große Bazooka. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Marktgeflüster. Aber bei genauerem Hinsehen ist es keine Bazooka, sondern ein bisschen der letzte Versuch, die Märkte nochmal auszutricksen und ihnen zu suggerieren, wir haben alles im Griff, alles ist gut. Ich hatte heute Morgen folgende Grafik von meinen liebsten Freunden Goldman Sachs gezeigt, die so ein bisschen die Erwartungshaltung, das Erwartungsspektrum hier zusammengefasst haben. Small, Medium, Large, also die jeweiligen Pakete, klein, mittel, groß. Und wir klopfen einfach mal das, was die EZB geliefert hat, anhand dieser Pakete ab. Okay, wir haben den Einlagezinssatz um 10 Basispunkte gesenkt, 0,4 auf minus 0,5, small eher. Hatten die meisten auch erwartet, 60% gingen davon aus, oder die Märkte hatten mit 60% eingepreist, 10 Basispunkte mit 40%, 20 Basispunkte. Dann Reserve Tiering, naja, nicht so wirklich hat man das gemacht. Man hat dann auf TLTROs wieder zurückgegriffen, also auf Liquiditätsspender. Das entschädigt die Banken aber nicht wirklich für die weitere negative Einlagezinsentwicklung. Das wird zusätzliche Kosten verursachen und die Banken, die zunächst mal positiv reagiert hatten, die Bankaktien, die sind dann ins Minus gedreht, als man sich dessen gewahr wurde. Stronger Forward Guidance, ja, ja. Wir haben erst mal die Inflationserwartung gesenkt, die Wirtschaftserwartung und eben auch den Zeitraum ausgeweitet, bis die EZB die Zinsen nicht mehr anheben wird. Und dann hier dieser Komplex Corporate Purchases und Sovereign Purchases, also die Anleihekäufe. Da sind wir bei 20 Milliarden pro Monat ab November. Hier war die Minimumschätzung 5 Milliarden, die mittlere Schätzung 30 Milliarden insgesamt und die große Schätzung 80 Milliarden. Die ist natürlich himmelweit verfehlt worden, die große. Aber das entscheidende Kriterium ist, dass Draghi wirklich hier geblufft hat, indem er gesagt hat, naja, diese QI-Käufe, die sind endlos, also sind nicht befristet. Und das suggeriert natürlich so ein bisschen, als würde das jetzt ewig weitergehen, als würde unsere Oma noch dann, oder unsere Enkel genauer gesagt, dann noch mit Quantitative Easing zu tun haben. Das geht aber leider nicht. Und Draghi hat das dann in der Pressekonferenz auch bestätigt, indem er gesagt hat, ja, die Obergrenze für Käufe, die haben wir nicht diskutiert und die wird auch nicht diskutiert. Das bedeutet faktisch, die EZB kann nur 33% einer Laufzeit einer Anleihe eines Staates kaufen, etwa von deutschen Anleihen, 10-jährige deutsche Staatsanleihe. Und das bedeutet faktisch, dass die EZB nach derzeitigem Stand, wenn sie diese 20 Milliarden durchzieht pro Monat, maximal 9 Monate das Ganze laufen lassen kann, von wegen befristet, nichts ist befristet. Oder unbefristet, nichts ist wirklich hier unbefristet, sondern es ist vielmehr so, dass da einfach eine klare Befristung schon drin ist. Aber Mario, der Zauberer, nochmal raffiniert gesagt hat, naja, guckt ihr, das ist ja ohne Ende. Und deswegen haben alle gesagt, guckst du die Bazooka, der große Wurf ist es geworden. Der Euro hat gezeigt dann, dass es nicht der große Wurf ist, der ist nämlich dann gestiegen. Werden wir gleich in den Charts sehen. Also, in der Summe ist das nicht so das ganz große Programm und wir haben Reaktionen der Journalisten, respektive von Beobachtern, habe ich hier mal zusammengetragen, nachdem die Journalisten, die selber dann in der Pressekonferenz sind, eigentlich eher unkritische Fragen stellen, nicht wirklich relevante Fragen und deswegen hier mal ein paar Beobachter, die wirklich relevante Fragen stellen. Hier sagte zum Beispiel Sven Hendrik Brezel Summary, also das Brezel die Brezel-Zusammenfassung. Brezel ist ja das englische Wort für die bayerische Brezen. Und da sagt er, negative rates stimulate growth, also Negativzinsen stimulieren Wachstum. Aha, davon haben wir nicht so wahnsinnig viel gesehen. Cuts rates further negative. Und bleibt aber dabei, dass das Wachstum bei 1% bleiben soll. Also man senkt die Zinsen weiter. Erwartet keine Rezession. Das ist auch wieder so ein Widerspruch, warum senkt man dann die Zinsen, wenn man eigentlich keine Rezession erwartet, macht wieder QI, aber sagt, dass das Rezessionsrisiko relativ gering ist, passt hinten und vorne nicht zusammen, neben diesen angeblich endlosen Anleihekäufen. Und der Forex Live sagt hier, Draghi tut so, als hätte die EZB noch irgendwie eine Glaubwürdigkeit, dem sei aber nicht der Fall und fragt dann in zweiter Frage,
Stellung, naja, wie kann eigentlich die EZB davon ausgehen, dass die Inflationserwartungen steigen? Und genau das will ja die EZB erreichen, die Inflationserwartungen nach oben zu bringen, wenn sie mit ihrer Politik eher dafür sorgt, dass die Anleiherenditen weiter nach unten gehen. Und wenn die Anleiherenditen weiter nach unten gehen, dann sinken in der Regel eben auch die Inflationserwartungen. Auch hier wieder ein Widerspruch in sich. Und der Zero Hedge mit der Aussage, ja, das ist praktisch eine totale Farce hier, diese unbegrenzten Anleihekäufe. Das ist wirklich eine totale Farce. Es ist nicht die Bazooka, es ist nur der Versuch sozusagen einer Verbal-Bazooka, nicht mehr und nicht weniger. Aber einer hat natürlich reagiert und hat gesagt, boah, Draghi, das hast du aber richtig schick gemacht. Und das war Donald, der sagt hier, die EZB agiert, hat den Einlagensatz gesenkt und entwertet den Euro. Und die Fed sitzt und sitzt und sitzt. Und die Europäer werden bezahlt dafür, wenn sie Schulden aufnehmen. Und wir müssen Zinsen zahlen. Ja, das geht ja gar nicht, lieber Donald, denn ihr seid ja die mächtigste Wirtschaftsnation der Welt. Hier ein schöner Comic, wie Trump wutentbrannt hier versucht, Jerome Powell zu überfahren. Das ist wahrscheinlich durchaus der Fall. Und hier als Superman sich unterhält mit Mario Draghi. Schauen wir uns mal schon Auswirkungen an, die an den Märkten der Fall sind. Hier sehen wir zum Beispiel, was da passiert in Sachen Spreads, also Renditedifferenzen, Risikoprämiendifferenzen zwischen Investment-Grade-Bonds und Junk-Bonds. Und da sehen wir, die sind so niedrig schon wie seit einer Dekade. Die gesamte Geldpolitik der EZB oder auch der Fed hat nicht dafür gesorgt, dass das sich ändert, dass da irgendwie Risikoprämien wieder eingepreist werden adäquat. Also es ist schon extrem alles am Anschlag und jetzt kommt Draghi und macht so eine Plastik-Bazooka und alle Leute meinen, jubeln zu müssen. Wir werden sehen, wie das an den Märkten gespielt wird. Schauen wir uns die Märkte mal an. Was wir hier sehen, ist der S&P 500. Zunächst mal die Aktienseite, die Charts von, habe ich jetzt vergessen, vielleicht bringen Sie mich drauf. Jedenfalls sehen wir den S&P bei 3012 Punkten. Wir sehen ähnliches Bild beim Dow Jones. Hier ging es zunächst deutlich nach oben nochmal, als dann die nächste Sau durchs Handelskriegsdorf getrieben wurde. Ein Bericht einer Agentur, wonach Berater von Trump überlegen, die Zölle erstmal noch weiter zu verschieben, nachdem Trump ja generöserweise schon 2 Wochen Aufschub gegeben hat, damit die 9-Zoll-Anhebungen nicht auf den 1. Oktober fallen, 70 Jahre Feierlichkeiten der Gründung in der Volksrepublik China. Aber das Weiße Haus hat dann in Gestalt oder übermittelt durch Eamon Javers, der CNBC-Korrespondent, gesagt, da ist absolut nichts dran, dann sind die Märkte wieder ein bisschen nach unten gekommen. Schauen wir uns mal den DAX an, wie der auf die ganze Chose reagiert mit so einem Auf und Ab. Wir sind bei 12.400 Punkten um und bei in der Zone. Wir sehen, dass der Euro aber gewaltige Sätze macht. Da waren wir schon in Richtung 1,0920 unterwegs und dann booms bis 1,1080. Wir halten uns jetzt bei 1,1064. Warum geht der Euro nach oben? Weil der Euro eben erkennt, da ist Bluff. Das war der letzte Schuss der EZB. Was soll denn jetzt noch kommen? Alles Euro-Negative ist damit eingepreist und das ist vielleicht eine Überlegung, ob es das jetzt gewesen ist mit der Euro-Schwäche. Wir sehen das Gold, der zwischenzeitlich stark gestiegen war, aufgrund eben der vermeintlich so dovischen Haltung der Bazooka von Mario Draghi. Jetzt aber wieder zurück, 1502 und wir sehen Crude Oil jetzt auf dem Rückmarsch bei $54,58, weil Trump offenkundig eine Liebesaffäre mit Irans Präsident Rouhani eingegangen ist. Und das ist natürlich etwas, was berücksichtigt werden muss in der Preisfeststellung. Also, wir haben jetzt die Situation, dass Draghi richtig einen rausgehauen hat, vermeintlich eine Plastik-Bazooka. Mal sehen, wann die Aktienmärkte auf das Plastik reagieren, den leichten Plastikgeschmack bemerken. Heute Abend 20 Uhr Live-Webinar, EZB-Schicksalsentscheidung habe ich das genannt, zusammen mit Bullnörkler. Aber wir wollen uns ein paar Hintergründe anschauen, wollen uns mal gucken, was eigentlich wirklich der Fall ist. Und anders als eben die Journalisten, die Draghi niemals wirklich festnageln und sagen, Mensch, wirklich die relevanten Punkte ansprechen. Genau das wollen wir heute Abend tun. Unter dem Video packe ich den Link wieder. 20 Uhr würde mich freuen, wenn Sie dabei sind. Und jetzt sage ich Servus und Ciao.